heute endlich die Glamour Shopping Card, Glamour Shopping Week Card entjungfert. Ich habe die jetzt schon eine ganze Weile in meinem Tischchen mit herumgetragen und heute war der Tag der Tage. Heute habe ich gesagt, jetzt gehst du los und weiß die ein. Die Bluse, die ich trage, die habe ich heute gekauft bei H&M. Fangen wir direkt mit H&M an. Die Bluse, die ich anhab, hat gekostet 14,95 Euro. Ich werde mal eben aufstehen, damit ihr euch die besser anschauen könnt. Also das ist eine Bluse, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir ganz klar überlegt, was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Und bin dann in die Stores marschiert. Ich war nämlich auf der Suche nach einem neuen Mantel. Der sollte so sein, dass ich den up- und down-dressen kann. So, und das Ding ist, habe ich nicht gefunden. Ich habe mir unheimlich viele Modezeitschriften angeschaut, was momentan so der, sind die Trends, ja. Und entweder ist das so Leopard, was Flauschiges, gerne auch so Candy-Pastelltöne. So ein bisschen dieser Boyfriend-Cut, also nicht nur bei der Jeans, sondern auch eben dieser Boyfriend-Schnitt vom Mantel. Der ist also nicht tailliert, sondern eben gerade, wie halt für einen Mann. Und kariert, ne, Karos. Und ja, dann habe ich mich in verschiedene Stores reingewagt, habe verschiedene Mäntel angezogen, habe dann festgestellt, Fell, Plüsch und Leopard. Das geht nicht bei mir. Also damit sehe ich aus wie Mata Quadrata. Also ich habe eben viel Oberweite und ich habe einen dicken Hintern. So, und wenn ich dann meinen einzigen Trumpf, meine Taille dann auch noch irgendwie wegmogel, indem ich mir so eine dicke Flauschjacke anziehe, ja, dann sehe ich eben aus wie Klöpskin. Und dann, das ist halt so schön. Aber ich habe bei H&M zwei Mäntel gekauft. Der hat so ein, ich fange mal mit dem an, der war das teuerste Stück. Und da habe ich meine Glamour Shopping Card drauf eingesetzt. Der kam nämlich 49,95 und dank des Rabatts von 9,99 Euro hat er dann nur noch 39,95 gekostet. Also das ist das gute Stück. Der ist von H&M Divided. Und der ist, passt perfekt zum Hut. Der hat nämlich auch so einen bärigen Bordeaux-Ton und ist aus so einem Tweed. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ja, das kann man jetzt überhaupt nicht sehen. Der ist so ein bisschen, ja, wie man, aber doch, man kann das erkennen. Ja, der ist gerade, das sieht man ja ganz wunderbar. Der ist gerade geschnitten. Ich habe schon einen Trenchcoat in der klassischen beigen Farbe. Aber ich musste unbedingt einen schwarzen Trenchcoat haben. Und hallo, dieser Trenchcoat hat schwarze Kunstlederapplikationen. Oh mein Gott, den muss ich natürlich haben. Ja, so sieht der dann aus. Ebenso ganz toll Trenchcoat-mäßig geschnitten. So, dann hat neu aufgemacht im Zentrum Bershka. Oh mein Gott, da habe ich mich ja so gefreut, als ich diese Nachricht gehört habe. Und dann war ich halt heute mal drin. Habe klamottenmäßig... Hätte ich ganz, ganz viel kaufen können. Ja, da gibt es wunder tolle Klamotten. Aber ich wollte ja einen Mantel und ganz spezielle Schuhe. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Bershka so tolle Schuhe hat. Na, jedenfalls habe ich mich nicht verleiten lassen. Ich habe nichts von diesen unnötigen Sachen gekauft, die ich nie brauche. Und die Jacken und die Mäntel, die haben mir auch nicht so gefallen. Und habe aber dann ein paar Schuhe gefunden, wo ich echt Schnappatmung hatte, weil ich habe in irgendeiner schon etwas älteren Grazia ein paar Schuhe gesehen. Die hatten eben genau, die sahen wirklich genau so aus. Wirklich original so, kam aber 240 Euro. Das nennt man Fußdekolleté, ja. Also die haben so ein Fußdekolleté. Und der Grund, warum ich die unbedingt haben will, ist nämlich, weil die das Bein optisch länger machen. Ja, und bei mir ist es so, ich bin nicht unbedingt groß und habe kräftige Beine. Und das bin immer auf der Suche nach etwas, was mein Bein länger und schlanker aussehen lässt. Und ja, die sind eben genau dafür gemacht. Also wenn du da draußen auch nicht gesegnet bist mit gazellengleichen, rehschlanken, ellenlangen, tollen Beinen,
dann kann ich dir das empfehlen, dass du dir einen Schuh suchst, der hinten etwas höher ist und dann so ein bisschen schräg, ja, so geht. Und wenn es schon so einer sein muss, dann auf jeden Fall, der so ein Fußdekolleté hat. Gibt es nicht oft. Ich habe viel gesucht. Ich habe viel online auch gesucht danach. Und ja, bei Bershka habe ich ihn dann gefunden. Ich konnte das gar nicht fassen. Der Schuh kostete 49,99. Noch nie. Ich habe noch nie bei Bodyshop irgendwas gekauft, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, zweimal was geschenkt bekommen von Bodyshop. Einmal von Rebecca Flöte und einmal von meinem Cousin zu Weihnachten. Heute war der Tag der Tage, denn bei einem letzten Treffen hatte nämlich, ich glaube, die Beauty Peach, schon wieder Beauty Peach, hallo, nämlich etwas beigehabt, und zwar das hier von Body Shop, dieses Honey Mania Body Butter. Und wir haben alle dran geschnuppert und ich fand den Duft so mega göttlich. Außerdem stehe ich total auf Körperbutter. Und da musste ich das haben. Also es riecht so toll. So ein bisschen frisch, bisschen blumig und dann eben nach Honig. Außerdem gab es noch das Parfum. Es ist ein Eau de Toilette, sorry. Ein Honey Mania Eau de Toilette. Eben in dieser Duftrichtung. Oh, das riecht so geil. Musste ich auf jeden Fall haben. Es gab nämlich auf diese ganze Honey-Kollektion 20%. Und da musste ich halt mitnehmen. Dann habe ich auch noch das Duschgel davon mitgenommen. Und das habe ich jetzt ein paar Mal bei verschiedenen Bloggern und YouTubern gesehen und habe gedacht, okay, schnupperst du mal unauffällig dran heute. Und zwar das Banana Shampoo und den Banana Conditioner. Ebenfalls vom Body Shop. Da habe ich mal dran geschnuppert und habe mich sofort verliebt. Das riecht ja so geil. Oh mein Gott, das riecht ja nach Banane halt, ne? Aber wie? Oh, so richtig nach Bananenbrei, als hätte man eine Banane gequetscht. So, original. Überhaupt nicht künstlich oder eklig oder so. Richtig lecker. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin so gespannt, ob die Haare danach auch danach riechen und lange riechen. Und war so geil. Ich bin extrem gespannt auf die Sachen. Ja, also, Honig und Banane ist das, wonach ich dann demnächst riechen werde. Also, Body Butter kam 16 Euro, das Shampoo 6 Euro, Conditioner 6 Euro und dann kam also insgesamt dann 28 minus den Glamour-Rabatt von 5,60 Euro, dann habe ich bezahlt 22,40 Euro. Moment, aber es gab eben auf irgendwas, gab es dann nochmal noch einen Rabatt. Dann habe ich mich dann spontan an der Kasse nochmal entschlossen, dass ich nochmal das Parfum haben wollte. Und deswegen habe ich dann nochmal 16 Euro bezahlt. Also insgesamt, also 22,40 und einmal 16 Euro sind 38,40 Euro. Für das alles. Ich war noch bei Douglas, beziehungsweise habe ich bei Douglas was gekauft online, und zwar diese, wo ich mich ja total gegen gesträubt habe, aber dann hinterher doch schwach geworden bin, von Uyena. Da die künstlichen Wimpern, da gab es zwei Stück, die habe ich beide genommen. Dann die Mascara, die ist so hübsch, die sieht so hübsch aus und die ist echt gut. Also die ist auf jeden Fall, geht die klar. Und diesen Creme Color Base Diamond Frost Make-up Highlighter Gedöns. Musste ich auch haben, weil es ist ein Highlighter und außerdem sieht so schön aus. Ja, und darauf hat man auch nochmal irgendwie 20% Rabatt bekommen. Und wenn man die irgendwie richtigen Blogs kennt, dann weiß man auch, welche Goodies man ab 39 Euro bei Douglas noch kriegt. Falls euch das interessiert, weil es ja auch öfter bei Douglas online shoppt, dann schreibe ich euch mal hier einen interessanten Blog-Link rein. Ja, das war's. Das war mein Haul. Ich hoffe, dass ihr auch eine erfolgreiche Jagd hinter euch habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und bis bald. Moment. Gleich. 20 Sekunden. Ja, habt's gehört? So, und dann weiß man, okay, 20 Sekunden sind um, nächsten 20 Sekunden, Nase,
und Kinn. So, 20 Sekunden, dann machst du wieder 10 Sekunden da, 10 Sekunden da. Also insgesamt eine Minute. Ach, und falls euch interessiert, woher mein Hut ist, den habe ich von Esprit. Aber der ist schon ein bisschen älter.